Die Gemeinde Wenningstedt hat entschieden. Mit 10-2 Stimmen hat der Gemeinderat von Wenningstedt-Braderup am Montagabend in Sachen Neugestaltung des Hotels Windrose einen Vertragsentwurf verabschiedet, der, so Bürgermeister Kai Müller, die Fragen der Vorhabenträger aus ihrer Bauvoranfrage beantwortet, sowie unseren eigenen Sicherungs- und Regelungsbedarf formuliert. Diesen Vertrag lasse ich kurzfristig der Vorhabenträgerin zukommen, so Müller. Damit geht es bei dem Projekt Windrose offenbar wie geplant weiter. Letzte Woche sorgte der Insolvenzantrag der Hamburger Matrix Immobilien GmbH für Unruhe. Die Matrix gehört zu einer Gruppe von mehreren Unternehmen einer Projektgesellschaft, die vor 2 Jahren das Hotel Windrose der Paribus Immobilien Asset Management GmbH abgekauft hatte. Die Matrix Immobilien GmbH war mit der Projektleitung beauftragt. Die Entwicklungsplanungen wurden in Bürgerversammlungen und beim Gemeinderat mehrfach vorgestellt und beraten. Nun gehen die Vertragsverhandlungen und Projektplanungen unabhängig von der Matrix-Insolvenz offenbar in die nächste Runde.